Hoi samen, ik ben Juanita en ik zeige euch hier een urban sketch van de tulpen die bij mij vertesten. Als ihr ook mal Lust hättet, so etwas zu machen, ich biete urban sketching Kurs an im Atelier van Ursi Lieser. Die könnt gerne auf ihre Webseite schauen, www.ursilieser.com. Ihr Atelier befindet sich in Lotzwil und die Termine, wo ich den Einführungskurs gebe, wären 11. und 18. Mai. Der Kurs geht von 10 Uhr bis um 5 Uhr am Abend. Wir würden durch ja, 4 vor 10 Uhr oder so eintreffen, dann könnten wir noch zusammen ein Kaffee trinken. Und am 10 Uhr würden wir dann anfangen mit den verschiedenen Materialien zu kennenlernen. Wasservermalbare Bleistift oder Farbstift oder Markers auf Wasserbasis. Es hat verschiedene Sachen, Aquarell, auch das Aquarellschachtel, das ihr nachher später im Film seht, das dürft ihr dann mit heimnehmen. Sketchbook ist natürlich auch dabei, das ihr dürft heimnehmen. Und dann habe ich noch verschiedene Papiere, die man auch noch ausprobieren könnte. Und dann würden wir rausgehen und wir hoffen natürlich auch, dass es dann schön Wetter ist. In Lotzwil hat es noch recht schöne Gebäude, der Kille ist auch ganz schön. Naja, und das Wetter, wenn das Wetter schlecht wäre, dann müssen wir mal drinnen schauen, ob wir etwas finden. Mit dem Urban Sketchen hat man halt schon viele Möglichkeiten, wenn man pendelt oder so und im Zug hockt oder in den Bus oder den Tram. Es gibt immer Leute, die dort sitzen, die kann man ganz gut zeichnen. Und Museen sind auch ganz toll, oder wenn man vielleicht mal ein Kaffee trinkt irgendwo, oder da gibt es auch immer Leute, die man nachzeichnen kann. Beim Urban Sketching geht es eigentlich darum, dass man wirklich vor Ort zeichnet, das was man gerade sieht, oder? Und nicht ab Fotos nachzeichnen. Früher, wenn ich unterwegs war, hatte ich praktisch immer das Handy in der Hand, um alles zu fotografieren. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt nehme ich mir wirklich Zeit, wenn ich etwas Schönes sehe. Ich nehme Zeit, beobachte das, nehme ein Skizzenbuch vor und fange an, das nachzuzeichnen. Und am Schluss gefällt mir meistens dann meine Urban-Sketch besser als ein Foto, das ich gemacht hätte. Man kann ja selber viel mehr Stimmung reinbringen, so wie man will, oder? Und so den Hunger vertreiben gibt es natürlich dann auch noch das Brötchen unterwegs und das Mineralwasser. Und wenn ihr noch ein Klappstühle habt oder drei Beinhocken, wäre es gut, wenn ihr das mitnehmen würdet, dass man irgendwo abhocken kann, falls es keine andere Gelegenheit hat. Nou, ik hoop dat ik euch een beetje lustig gemacht heb. En het zou mega toll, wenn ihr würdet euch anmelden für meinen Einführungskurs in Urban Sketching. En ik hoop euch bald dort begrüßen zu dürfen. En wie gesagt, anmelden könntet ihr euch auf der Webseite van Ursi Lieser, www.ursilieser.com. Also, hoffentlich bis dann. Tschüss, tschüss!